Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir mit Binding Flags beim Reflection-Mechanismus steuern können, welche Mitglieder eines Typs eigentlich bei einem Aufruf von GetFields, GetMethods und so weiter zurückgegeben werden. Wir haben gesehen, damit können wir sogar die Kapselung brechen. Wir haben uns hier eben alle Felder zurückgeben lassen, die private sind und zu Instanz gehören, also nicht statisch sind. Und genau das ist ja beispielsweise nicht möglich, wenn wir direkt gegen einen anderen Typ programmieren. Da sagt ja dann der Compiler bei diesem Vorgang, Sie können nicht auf ein privates Feld zugreifen. Und wir haben das ja auch identifiziert als wichtigen Mechanismus für die Datenhoheit, als Teil des Kapselungskonzepts. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist uns nochmal kurz die Vererbungshierarchie anschauen, die eigentlich hinter der Reflection steckt. Also gegen welche Klassen programmieren wir eigentlich, wenn wir Reflection einsetzen? Wir haben mit dem Type-Objekt angefangen. Das haben wir uns eben geholt über den Type-of-Operator und oder die Getype-Methode, die auf Object definiert ist. Und die Klasse Type, die dahinter steckt, sehen wir eben hier. Und wir haben gesehen, diese Type-Klasse hatte sehr, sehr viele Mitglieder. Deswegen habe ich sie hier im Skript auch nicht direkt aufgeführt. Wir sehen aber, hier haben wir nicht nur dieses Type-Objekt, wir haben hier auch Method-Info. Und dieses Method-Info, diese Method-Info-Klasse haben wir eben eingesetzt, um Informationen zu Methoden, die ein Typ enthält, eben auszulesen. Letztes Video haben wir eben hier Field-Info eingesetzt. Ich habe es hier nicht wirklich angegeben, weil ich hier var geschrieben habe, aber was hier letztendlich dahinter steckt, ist natürlich eine Field-Info und hier ein Array von Field-Info-Objekten. Und wir sehen eben im Skript, aha, auch diese stehen letztendlich irgendwie in einer Vererbungshierarchie. Alle diese drei Klassen, die ich hier jetzt angesprochen habe, die leiten letztendlich von MemberInfo ab und MemberInfo ist eben direkt von Object abgeleitet, der Basisklasse für alles in C#. Genauso aber auch in Java, da ist Object auch die Basisklasse für alles. Genau, und wir sehen hier eben, es gibt auch noch PropertyInfo, beschreibt dann eben Eigenschaften, EventInfo beschreibt Events und wir sehen hier noch eine lustige Unterscheidung und zwar ConstructorInfo ist nicht dasselbe wie Method-Info. Wir haben ja gesagt, Konstruktoren sind spezielle Methoden, die aufgerufen werden, wenn ein Objekt initialisiert wird. Das heißt, der Speicher für ihn allokiert wird und der Konstruktor ist dann sozusagen zuständig dafür, dass der allokierte Speicher mit den entsprechenden Standardwerten für das Objekt gefüllt wird. Und hier sieht man auch nochmal anhand dieser Unterscheidung, Konstruktoren sind nicht wirklich Methoden, so im klassischen Sinne. Aber wir haben beispielsweise gesehen, wenn wir Interfaces einsetzen, dann können wir in diesen keine Vorgaben für Methoden machen. Entschuldigung, für Konstruktoren natürlich, für Methoden natürlich. Konstruktoren sind eben bloß bestimmte Funktionen einer Klasse, beziehungsweise einer Struktur, lernen wir auch noch später kennen, und diese sind ausschließlich da, um ein Objekt zu initialisieren, aber danach sind sie unerheblich. Wenn das Objekt einmal existiert, ruft man auf diesen bloß noch Methoden, Eigenschaften oder Events auf. Felder sollten ja eigentlich so gekapselt sein, dass man von außen nicht herankommt. Genau. Der zweite wichtige Punkt, Parameter-Info, was wir auch eingesetzt haben, eben um die Parameter aus Methoden auszulesen. Das hängt nicht direkt unter Member-Info, das leitet direkt von Object ab. Das ist aber jetzt auch wirklich die einzige Ausnahme für diese Info-Objekte. Und wir sehen auch, dass alle diese Klassen hier bis auf Parameter-Info abstrakt sind. Das heißt, wir haben es eigentlich nicht wirklich mit genau einem Objekt dieser Klasse zu tun, sondern von
mit Objekten, die von diesen Klassen letztendlich ableiten. Diese eigentlichen Klassen, die dahinter stecken, sind aber im .NET-Framework alle mit internal gekennzeichnet. Das heißt, wir können von außerhalb dieser Assemblies nicht auf diese Klassen zugreifen. Also was wir hier machen, ist letztendlich gegen Abstraktionen programmieren. Das ist noch das, auf das ich hinweisen wollte. Nachdem wir jetzt den Überblick eben bekommen haben, wie diese Klassen, die wir hier bei der Reflection einsetzen, eben miteinander in Verbindung stehen, schauen wir uns dann im nächsten Video, das ist Level 200, wie hier im Skript zu sehen ist, jetzt mal an, wie wir anhand dieser gewonnenen Infos über Reflection, die wir jetzt haben, eben die Basisklasse ValueObject schreiben können, die dafür sorgt, dass wir bei Klassen, die wie ValueObjects interagieren sollen, also die sich quasi über ihre Feldwerte identifizieren, dass diese eben so dry wie möglich sind, also bloß noch die Felder und die Eigenschaften enthalten, über die sie sozusagen ausmachen, aber die restlichen Methoden wie equals, get hashcode, die Überladungen der Operatoren ist gleich und ungleich ist gleich, dass wir das alles in eine Basisklasse rausziehen können, damit wir diesen Code nicht ständig neu schreiben, wenn wir eine neue Klasse, die wie ein ValueObject fungieren soll, schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.